einen ihrer Angehörigen töten würden, würden sie die anzeigen? Servus meine Lieben und willkommen heute zu einem neuen Video und wieder in unserem Format Achtung Mafia Inside Italia. Wir sind heute vor einem der illegalen Bordelle. Davon gibt es ganz, ganz wenige in Italien und das sind auch keine großen prunkvollen Villen, wie wir schon in einem anderen Video erklärt haben, sondern es sind kleine, alte, versteckte Gebäude, relativ günstig. Wenn es beschlagnahmt wird, ist es nicht so schlimm. Wir stehen vor einem und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an und los geht's. Die Nachfrage war ja sehr groß, gerade in den Kommentaren, weil viele sich immer wieder gesagt haben, das sieht ja aus wie ein Bordell, 10 Badezimmer. Wir zeigen euch jetzt mal, dass Bordelle eben in Italien anders aussehen. Wenn es sie gibt, gibt es wenige und sie sind auch nicht so einfach zu finden. Aber man sieht auch schon gleich dieses Rot, diese prägnante Farbe wieder, ne? Das ist typisch. Ja, hier ist die Küche wohl gewesen. Das wäre schon so ein bisschen gammelig, ne? Warum gibt es in Italien keine Bordelle? Generell, weil es illegal ist. Und wenn es welche gibt, sind das einfach nur billige, alte Häuser mit einem echt schlimmen Zustand manchmal. So wie dieses hier. Und wir sehen hier einfach, hier war ein Bett drin, hier ist ein alter Kaminofen. Um hier wahrscheinlich ein bisschen zu heizen, ne? Im nächsten Raum ist das nächste Bett. Ein Schrank. Also es war schon sehr, sehr spartanisch gehalten, ne? Hier liegen noch die Matratzen überall rum. Hier ist wieder so eine Gasheizung, eine alte. Und hier haben wir schon so ein Badezimmer. Natürlich in der dezent auch richtigen Farbe, damit das Ganze auch zum Thema passt. Solche Dinger werden betrieben von der kriminellen Vereinigung oder von verschiedenen kriminellen Vereinigungen und sind noch nicht so vielen Leuten bekannt. Und oft werden sie vom Staat auch relativ schnell ausgehebelt. Das heißt, man setzt eher auf die Straßenprostitution. Hier ist auch noch eine kleine Küche gewesen. Als auf Bordelle oder irgendwelche Häuser zu Bordellen, um zu funktionieren. Also das höchste der Gefühle, was man macht, ist halt ein altes Gebäude einfach in jeden Raumzimmer rein. Das vielleicht ein bisschen so den Touch zu verleihen. Aber generell gibt es keine Bordelle in Italien. So wie wir sie uns vorstellen oder wie ihr sie vielleicht aus Deutschland aus irgendwelchen Reportagen kennt oder so. Und hier ist noch eine Glasschiebetür. Hier waren aber anscheinend einige Zimmer drin, ne? Guck mal, hier ist das grün. Ach, hier war, glaube ich, eine Waschküche, ne? Wissen wir, was, wie lange das leer steht gerade? Aber einige Jahre schon, ne? Schreibt eure Gedanken auch gerne mal in die Videokommentare, was ihr glaubt, wie lange die Bude hier schon verwaist ist. Hier ist ein Kamin, vielleicht war das hier ein Wartebereich oder so, keine Ahnung, könnte man sich jetzt so vorstellen, ne? Sind Sofas, ein Kamin, draußen ist ein Balkon, auf dem schon das Gras wächst, das werden einige Jahre sein. Eine Kette an der Wand hier auch, der ist so mit so total verrostet, diese Kette und dann irgendwie diese Dinger als Lampe. Das ist schon ein bisschen strange hier, ne? Und das ist mega verwinkelt. Achso, da kommt man jetzt wieder zu dem Baudach rüber. Hier ist die Außenterrasse. Hier ist wieder ein Raum.
war wahrscheinlich mal, ja, nee, auch eine Lampe, ne? Ich würde erst gerade sagen, kleiner Ständer, aber es war mal eine Lampe. Boah, ist auch bitter kalt hier drin, ne? Die überlege ich ja nach Bettwäsche rum. Die haben wir wieder so ein farbiges Badezimmer, ja, an dem man sich wahrscheinlich vergnügen konnte, ne? Ich weiß es nicht. Hier ist die Dusche eingelassen in die Wand. Ach, du konntest den Raum? Ja? Warte mal. Da ist Klo, Badewanne, Dusche. Hier ist wieder Klo, Dusche. Ach, du konntest von mehreren Räumen das Bad betreten. Ja, die Seife ist schon total vergammelt. Du konntest also echt von mehreren. Also konnten sich vielleicht mehrere Zimmer das dann teilen, ne? Okay. Dann können wir hier gleich durchgehen, oder? Hier haben wir nämlich das blaue Bad. Ach, ziemlich eklig, ne? So ein Ohrstäbchen und so. Das sieht auch nicht aus. Hier ist ein alter Ofen, Klamotten. Eine Creme. Für den Raum, hier liegt noch ganz viel Wäsche drin, ne? Hängen auch. Ich würde sagen, Frauenklamotten, ne? Mhm. Hier sind noch irgendwelche. Oh, hier ist sogar eine Unterwäsche. Moin. So, haben wir hier. Francesco da Milano. Schuhe, glaube ich, bestimmt. Oder Wein vielleicht? Champagner. 1980er Jahrgang. 40 Jahre alt. Hier ist der Lippenstift. Es ist so dieses Klassische, ne? Dieses Klischeehafte. Ich will ja auch gar nicht so viel anfassen. Ja. Irgendwie schon spannend, ne? Hier liegt auch überall noch die Unterwäsche, ne? Ja, auch. Einfach hier mal ganz eiskalt drüber stiefeln. Das geht noch tiefer, ne? Irgendwie ist hier auch ein bisschen creepy, ne? Hier ist Wasser laufen. Ach, hier war der Champagner gelagert. Moët Chandon. Chandon. Auch komplett alle Shampoos, ne? Alle Shampoosflaschen. Es sind also diese Bauten hier, die, wenn und das in den wirklich seltensten Fällen illegale Bordelle betrieben werden, dann sieht das so aus und nicht anders. Hier ist jetzt alles weggebrochen. Man hat hier noch die schöne Aussicht, ich kann mal kurz mal zeigen, da ist die schöne Aussicht und mit dieser Beispiellocation, mit einem illegalen Bordell, hebeln wir euch mal die Frage aus oder beantworten wir euch die Frage, sind diese großen prunkvollen Villen Bordelle? Nein, niemals. Es wäre ein reines Minusgeschäft. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Like da und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert und schreibt eure Gedanken dazu gerne unten in die Videokommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bleibt sauber, bleibt gesund, ciao, ciao.